Herzlich willkommen zu Ghost Exile. Wie der Name schon sagt, wir werden heute Bigfoot schießen. Bigfoot. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Ja, du bist eben richtig komisch geleckt. 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 Ja, du siehst aus wie geleckt, Jasmin. Ich weiß, danke. Jeden Tag. Wunderschön. Ja, immer. Ja, man muss ja auch mal, das muss ja auch mal gesagt werden, ne? Immer. So, was haben wir denn für Quests? Also erstmal schön für jeden oder schön Dank an jeden, der eingeschaltet hat. Und gerne auch dabei bleibt, bloß nicht abschalten, ne? Watchtime und so. So, unsere Aufgaben. Erkenne die Bewegung des Geistes mit einem Bewegungsmelder. Erreiche bei dem gesamten Team null Verstand. Oh, Jasmin, du bist mir einen Sprung voraus. Du hast eine Quest schon abgeführt. Jetzt muss nur noch ich auf null Verstand kommen. Nimm ein Foto. Wenn man vom Minus rauskommen muss, ist das für dich sehr schwierig, ne? Ja, ich brauche ein bisschen mehr Bildung. Los. Nimm ein Foto von dem Geist im Jagdmodus auf und zeichne ein Schutzsiegel in dem Lieblingsraum des Geistes. Ja, der Lieblingsraum, das ist ja irgendwie ein bisschen... Was heißt denn hier Base, bla bla? Ist das das hier? Basement ist Keller. Achso, kannst du mal in den Keller gehen? Da ist der Strom. Ja, wenn du mir sagst, wo ist der Keller? Ja, ich suche auch gerade. Badezimmer? Basement. Ich bin schon da. Warte, ich mach schon mal Licht an. Das war ich nicht. Hier ist schon so ein verschmiertes Siegel im Keller. Und ich... Oh, EMF2. Alter, ist das ein großer Keller. Der hat sogar zwei Räume. Okay, EMF2 auf jeden Fall schon hier in der Garage. Okay, ich habe im Keller habe ich 8 Grad. Aber ich habe hier so ein verschmiertes Hexensiegel. Ich weiß nicht, ob wir den hätten entfernen sollen. Hier hat jemand schon mal versucht, den Geist auszutreiben. Hier liegt auch die Farbdose und hier ist Blut und ein Handabdruck. Der wurde weggezerrt. Wie geil ist das denn? Du bist das. Hatten wir das schon mal in irgendeinem Haus? Willst du das mal angucken im Keller? Mensch, jetzt bleib doch mal ganz geschmeidig. Ich bin noch eine Weile hier im Keller. Im Haus. Ja, aber bevor du es nicht siehst, das ist wirklich geil. Ich werde es schon sehen, keine Sorge. Sprach sie kurz bevor wir den Exorzismus durchgeführt haben und das Haus verließen. Also da war EMF2. In der Garage? Ja. Ich gehe mal oben gucken, ne? Ciao. So ein bisschen... Vom Aufbau ist das Haus, kommt mir das echt bekannt vor. Teilweise, hier ist sogar das gleiche, im gleichen Raum der Badezimmer. Direkt neben das Gerät. Das Gerät, das war auch so ein Ding damals, ey. Der Gerät. Der Gerät. Der Badezimmer. Also, hier kriege ich keine Schränke auf. Das Teddybär. Temperatur messen? Oh, viel zu warm, wir brauchen wir gar nicht weiter gucken. So, was haben wir denn hier noch? Hier ist Arbeitszimmer. Oh. Komisch, manche Schränke gehen auf. Da ist aber nichts drin. Ja. Manche gehen nicht auf. Hey. Ach, hier ist der Keller. Ich kann den Lichtschalter nicht drücken. Jasmin, ich hab vergessen, wie das geht. Was ist denn hier passiert? Linke Maustaste. Nein, es geht nicht. Ja, dann bist du zu doof. Ja. Okay, wir können erstmal Orbsdunst. Haben wir nix. Ja gut, dann müssen wir halt mit der Taschenlampe hier durchgehen. Durchforsten. Wie in der Forstwirtschaft. Aber ich kann die Schreibtischlampe kann ich anmachen. Das ist ja auch was, ne? Jo. Aber hier ist irgendwie kein Bootswelt. Jasmin, hast du dir mit meinen Taschentüchern den Arsch abgewischt und die einfach wieder zurückgesteckt? Mist. Du hast das rausgekriegt. Ich hab dich ertappt, Fräulein. Du bist der kacke Taschentuchräuber. Kriminelle. Mir ist jetzt kein cooler Name dafür eingefallen, weil es einfach nur widerlich ist, was du mit mir machst. Geh mal. Es ist echt. Du weißt ganz genau, dass ich nicht drauf achte, wenn ich das Taschentuch nehme. Oh, heute ist Freitag. Warum bin ich denn heute bei Samstag, ey? Entschuldigung. Heute ist Freitag, du bist bei Samstag. Und ich weiß nicht warum.
Ich finde keinen Ausweis. Eine gute Frage. Oh Gott, habe ich mir erschrocken. Oh, er hat, jetzt den, ist er hat den gesamten Strom ausgemacht. Und der ist wieder in der Garage, oder was? Irgendwas hat doch hier gerade. Ich habe auf jeden Fall das Reacher-Brett. Soll ich mal fragen? Was ist denn das hier? Ich habe einen Zettel eingesteckt. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, aber ich raff diesen Zettel nicht, weil ich kann den auch nicht angucken im Anschluss. Also du kannst ihn nicht untersuchen. Der ist auch leer, hä? Ich frag mal, wo er ist, ne? Ja, na, wo bist du? Sagen, ey. Upstairs. Was ist das? Bei mir. Ja, klar. Komm, fick dich doch. Hau doch einfach ab. Na, also bitte. Entschuldigung. Fick dich doch. Wer ist das denn in der Garage mal wieder? Oh Mann, Jasmin. Ich dachte, wir haben einen neuen Geist mit rotleuchtenden Augen, als du okay, um die Ecke kommst. Bist, der ist wirklich bei dir. Ja, ich höre was. Ich auch. Was sagt der IMF? 4. Hast du Geisterbox oder ist die hier oben? Nee, die ist hier oben und die kommt gerade. Oh Gott! Ah, Jasmin! Oh mein Gott! Ah, ich dachte... Wo kommt sie denn? Da war so eine Rauchschwade und ich dachte, sie entwickelt sich gerade, wie so ein Pokémon. Hm. Und auf einmal standst du hinter mir, als ich mich umgedreht habe. Du bist ein Schisser, Alter. Ich hab mich aber Junge, sowas von erschrocken. Du machst einen total nervös, ey, obwohl nichts ist und du drehst völlig frei, ey. Ja, ich hab die Maus verrissen, ich hab das Thermometer ausgemacht, mein Stuhl vollgepinkelt. Das ist ja nichts Neues. Ist alles passiert. So, ich geh nochmal den Strom anmachen, ne? Mach mal. So, Strom ist an, Licht ist aus. Schön. Ah, hier war ich nicht so blöd. Den habe ich angekriegt. Hast du die Küche durchforstet? Ja. Sieht aus wie ein Einbruch hier. Ein Zettel wurde geklaut. Das melde ich der Polizei. Krieg die Türen hier nicht auf. Krieg die Stehlampe nicht an. Hm. Bist du oben oder unten? Oben. Okay, ich komm hoch. Hier ist das Reacher-Brett. Warum ist die eigentlich oder der oder das schon wieder bei mir? Vielleicht steht ihr auf dumme Leute. Ich bin leicht zu beeindrucken. Alter, hier ist sie aber auch abgegangen. Ja, aber... Aber wo ist denn jetzt hier der Ausweis? Oder hast du den schon? Nee, ich habe noch keinen Ausweis. Vielleicht muss ich echt mal den Charakter wechseln. Das vielleicht, ich weiß nicht, habe ich einen Charakter, der die besonders anzieht? Wieso, ich bin doch genau der gleiche Charakter. Ja, aber vielleicht bin ich ja ein besonders anziehender Mensch. Na, anscheinend nicht. Ich habe mich besonders angezogen. Ich trage die Jogginghose über den Pullover. Vielleicht findet sie das gerade das hässlich. Hier ist noch eine Scherbe, also hier eins deiner Bonbons, wenn du möchtest. Nee, danke. Warum nicht? Möchte ich gerade nicht. Ich finde den Ausweis nicht. Wieder so ein Haus ohne Ausweis. Okay, und wo war denn der Schrank, den du nicht öffnen konntest? Vielleicht kann ich den öffnen. Da, wo das Reacher-Brett drin ist. Die ist schon die wieder Kommode. Bei mir geht schon wieder Licht. Die eine Tischlampe kann ich anmachen, die hier nicht. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Ja, ich finde hier nichts. Kein Schlüssel, kein Ausweis. Ist abgeschlossen. Nee. Na, dann nischt. Ich glaube, da will jemand was verheimlichen. Okay, in die Ecke. Das Bett ist so blöd gestellt, ich komme nicht ans Fenster. Also ich komme nicht in die Ecke. Hm. Oh, die sind auf dem Elefanten geritten. In Indien. Es war ein indischer Elefant. Keine Ahnung, wo hier schon wieder irgendwas sein soll. Hm. Die können wir nichts aufmachen. Aber jetzt müssen wir einen Schlüssel auch noch finden für... Die Kommode da hinten. Nach dem Schlüssel habe ich jetzt natürlich nicht geguckt gehabt. Ich habe nichts gesehen. Ich war ja, unten noch gar nicht. Keine wirklich. Beweise, ey. Oh. Ich kriege die Tür jetzt nicht zu, oder? So.
Hm, keine Beweise, keine Geister. Ist das normal, dass das rot leuchtet? Weiß ich nicht. Es ist ein kleines Mädchen und es weint. Hey Kleine, was hast du denn? Du hast abgeschlossen. Oh, sie hat wieder aufgeschlossen. Sie hat mich gesehen und aufgeschlossen. Ich glaube, ich bin willkommen. Das kann man jetzt so und so interpretieren, aber... Ich glaube, ich darf hier sein. Aber dann hat sie... Lebst du noch? Ja. Okay, wo bist du? Draußen. Ah, ich dachte erst, sie hat dich mit ihr eingeschlossen. Nee, ich bin rausgegangen, weil ich überlege, was ich noch mit reinnehme, weil ich ja irgendwie... wir haben ja schon wieder gar keine Beweise, nix. Ich habe aus Versehen den Fernseher angemacht, habe mich erschrocken. Oh Gott, der Typ, ey. Dass der sich selber morgens nicht erschreckt vor sich selber, wundert mich, ey. Ich kann ja damit mal anfangen, so morgens, wenn ich vorm Spiegel stehe, so... So, ihm F3... war hier... Bist du hier unten? Wir haben Minustemperaturen. Wo bist du? Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Warte mal, ich muss mal... Hallo? Gib mir ein Zeichen. Thermometer brauche ich nicht. Kamera behindert meine Sicht. Wie ist dein Name? Wie alt bist du? Hier irgendwas drinne? Oh. Dings hier. Geisterbox oder Diktiergerät? Nee, Diktiergerät. Okay. Also Minustemperaturen und Diktiergerät haben wir bis jetzt. Aber wir haben keinen Namen. Ohne Namen kein Exorzismus. Mhm. Kann hier auch keine Box aufmachen. Im Keller habe ich gar nicht geguckt, ne? Hm. Oder habe ich das getan? Warte mal, wir haben das Diktiergerät und wir haben der Gefriertemperatur. So, eigentlich müsste der Ausweis im Keller sein, weil die da ja schon versucht haben, einen Exorzismus durchzuführen. Die haben sogar, aber die haben sogar einen Exorzistenrollstuhl. Wir haben keinen Exorzismusrollstuhl. Der rein theoretisch. Wobei der Tote, den sie hier weggezerrt hat, der müsste den Ausweis haben. Also doch oben. Ich mach mal ein Safe auf, ne? Panzerknackerbande. Mhm. Safe ist leer. Das hat gar nicht gerockt. Im Keller ist noch ein Bonbon, falls du den essen möchtest. Ich muss erstmal die Alarmanlage ausmachen, die geht mir auf den Wecker. Dezent. Hast du auch immer das Gefühl, wenn die angeht, dass du aufstehen musst? Wenn du mal bei deinen Weckern aufstehen würdest, ey. Tue ich doch. Mhm. Nach 9. Wecker bin ich auch oben. 20.000 Mal wecken? Ja. Ja, ich habe leichten Schlaf. Kann nichts dafür. Das war ein Ditte, Alter. Minihand? Habe ich irgendwas eingesteckt? Bei mir steht Tab. Inventory. Achso, das Feuerzeug, ne? Ja, nevermind. Das ist nicht so spektakulär. Irgendwas ist doch hier an. Irgendwas ist doch hier. Okay, also ich habe bis jetzt hier weder einen Schlüssel. Irgendwas ist doch hier an. Noch den Ausweis. Alter. Boah, Jesus, ey. Boah. Alter, leck mich, ey. Ja, ich wollte mir die Hand vor den Mund halten, hab mich selbst geklatscht. Jasmin. Ah, du Affe. Geh weg von der Tür. Wo kommst du denn her? Schweißausbrüche, oder? Ja. Hä, wieso ist denn der Strom schon wieder aus? Ich überlege auch gerade, ob ich nicht Goldfische in mein T-Shirt setze.
Irgendwas ist hier an. Aber nur Besteck. Achso, Strom ist aus, wa? Hab ich doch gerade gesagt. Ah, ich komm doch gerade aus der Ecke. Wasserhahn. So. Okay, was haben wir jetzt außer Acht gelassen? Oh, die ist schon wieder hier oben, glaube ich. Und Schlüssel hattest du ja auch nicht, ne? Nee. Kühlschrank ist er auch nicht. Das sieht aus wie eingekochte Leberwurst. Den kann man auch aufmachen. Komm schon. Geht das nicht weiter? Aber ist auch nichts drin, ne? Irgendein Topf. Mach immer den Wasserhahn an. In welchem Zimmer? Oben im Badezimmer. Oben im Badezimmer. Vielleicht ist das ihr Lieblingsraum? Der oder die Garage, ne? Müsste es sein. Hast du hier Licht angemacht? Ich bin unten jetzt aktuell. Okay. Oh, was für... Äppeln hier oder was? Bist ja ganz witzig, wa? Die hat wohl ein Clown gefrühstückt. Oh. Ach so, ja. Gefriertemperatur haben wir ja schon. Genau. Ich kann halt hin und wieder mal nach Orbs und Dunst gucken. Mal gut, dass ich die Kamera nicht auf mich halte. So wie ich mich schon erschrocken habe, da wäre bestimmt Dunst. Unter der Arme. Und aus der Hose. Da kämen dann so grüne Nebelschwaden raus. Hände, glaube ich, Finger, glaube ich, ist hier nichts. Was sagen, Alter, warum kriege ich jetzt... Ach, das soll ein Schatten sein. Krieg die Tür nicht mehr auf hier. Ja, was ist denn das hier? Bist du eingesperrt? Na, jetzt nicht mehr, aber eben habe ich die Tür nicht aufgekriegt. Kann man hier irgendein Bild abhängen? Sag mal, das gibt's doch nicht. Ist ja echt komisch, das ist bestimmt noch gar nicht richtig ausgerichtet. Ja gut, angenommen, hier wäre gar kein Ausweis, den wir finden können. Kann ja sein. Ich weiß ja nicht, inwieweit das Spiel hier... vielleicht ist das auch beabsichtigt. Ja, aber... Du kannst dann halt keinen Exorzismus machen, ne? Es gibt ja auch gar keinen Schrank... gar keinen Schrank... Der markiert der so ist. Und wir haben immer noch keinen Schlüssel gefunden für die einzige Kommode, die wir öffnen können. Das ist halt auch so ein bisschen skurril. Ich find's halt irgendwie komisch, ne? Was immer hier im Badezimmer. Im Badezimmer fliegt das Shampoo. Aber ich habe keine Fingerabdrücke. Das ist bestimmt ein Zeichen dafür, dass ich muffe. Könnte sein. Das war ein Lichtschalter. Ich könnte ja mal, Grundstück ist ja riesig, ey. Was ist riesig? Das Grundstück. Bist du draußen hier im Garten? Ich habe mal gerade geguckt, ob man die sieht irgendwie. Kannst du im Garten vielleicht, kann da irgendwo ein Ausweis sein? Ich habe jetzt hier nichts gefunden. Außer Müll, Steine. Ja, aber wenn du im Garten auch raus... Ich komme mal mit raus kurz. Ja, ich gucke ja gerade. Aber glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ja, hier ist halt wie dieser eine Lichtschalter, den du nicht anmachen kannst in dem einen Zimmer, ne? Nee, hier ist nichts. Strom ist weg. Ja, weiter geht nicht. Verstehe ich nicht ganz. Ja, es ist
schon wieder viel zu lange, finde ich. Also, was man hier sucht. Ja, du bist so nur vor allem, am Suchen. Genau, solange wie du suchst, kannst du auch nicht. Also, kannst schon nebenbei ein bisschen ermitteln, aber du kannst dich nicht drauf fokussen. Ferguson. Welche Tür hat er jetzt angegrabbelt hier? Oder warst du das? Ich habe keine angegrabbelt. Könntest du den Strom anmachen, wenn du drinne bist? Wo bist du denn? Ich bin oben. Ach, das geht da durch die Decke durch. Ich dachte gerade, du wärst hier. Wo ist denn der? Im Keller? Ja. Und wo? Ganz durchgehen. Da kommt dann nochmal so eine kleine Tür, wie so eine Abstellkammer. Dankeschön. Hast du hier mal geguckt wegen Ausweis? Im Keller? Ja. Ja. Also ich habe ihn nicht gefunden. Du kannst gerne nochmal gucken. Ich würde mir auch gerne mal den Garten anschauen. Da ist nix. Kann ich hier die Kamera rauflegen? Selbstredend nicht. So, das muss erstmal reichen. Okay, für den Garten, da bist du jetzt. Ach, du warst nur im Vorgarten, ja? Da, wo ich laufen konnte. Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich dachte, man kann vielleicht einmal ums ganze Grundstück laufen. Nee, das geht nicht. Das ging noch nie. Ja, ich dachte, vielleicht ist hier draußen noch so eine Terrasse, wo du mit bei kannst, weißt du? Und da ist ein Ausweis. Immer noch den Briefkasten. Da können wir auch nichts mitmachen. Immer macht ihr hier Wasser an, ey. Ein Gebüsch. Ja, vielleicht im Garten hier am Tisch runtergefallen? Möglicherweise, aber nee, nicht wirklich. Also ich finde das ja schon wieder langweilig gerade. You will die. Haha, du mir auch, ey. Oh. Ein Glück meint sie mit you nur du und nicht ihr. Oder? Scheint so. Kann ich die Tasche nicht aufmachen? Ich konnte hier nichts machen. Gut, dann ermitteln wir den Geist, machen wir keinen Exorzismus. Ja, wir brauchen ja nur noch eins. Wo hast du das rangeschrieben? Am Fernseher. So mit Taschenlampe rauf. You will die. You will die. Ich will nicht die. Also ist ja logisch, was das übersetzt heißt, ne? You ist du, das weiß jeder. Will ist willen, also du willst. Und die. Nicht. Mann, ey. Brennt, ihr Schweine, brennt. Was soll das überhaupt zu bedeuten haben? Weiß ich nicht. Ist einfach nur so eine leidtragende Halluzination, die uns die Sanity rauben soll und uns verängstigen soll. Gehe ich von aus. Was ich nicht verstehe ist, was haben wir ihr getan, dass sie uns umbringen will? Hast du die... Oh, ich habe die extra zugemacht, um zu gucken, wenn die aufmacht, wegen Fingerabdrücke, Mann. Also, okay. Ah, der Trottel. Warte, ich mach die hier auch zu. So. Gut, Lieblingszimmer. Was würdest du sagen, was ist denn so der Main-Raum des Geistes? Die geht überall Wasser anmachen immer. Keine Ahnung. Thermometer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich hol mal. Ich bin tot. Wieso ein Hunted die? Ja. Leck mich am Arsch, ist das scheiße. Oh, ja. Ich hab mich. Ich bin tot. Hier, Tür ist auf. Mhm. Achso, du bist tot. Ja, scheiße, ja. Was mache ich denn jetzt, ey? Ich wollte mich einsperren, aber weil die Türen hier so gut funktionieren, habe ich mich erst ausgesperrt. Aber gut, die Kamera liegt noch. Und anschließend war ich dann halt mit ihr mehr oder weniger eingesperrt.
Die kam halt von unten. Ich war direkt an der Haustür, ging die Haustür zu und die war schon hier. Und dann hat die mich verfolgt und die ist ja schneller als ich. Und dann habe ich mich hier ausgesperrt, Zeit verloren und dann kam ich nicht mehr weg. Was ist das für ein Kanister? Achso, Reinigungsmittel. Ja, so. Das ist ja jetzt Kacke. Ja, ich durchforste nur einmal das Haus. Jetzt habe ich hier sogar Licht drin. Hä, wieso kannst du nur durchs Haus gehen, wenn du tot bist? Ne, ich spektrale jetzt hier rum als Geist. Aber das geht doch gar eigentlich, Ich werde dich jetzt auch töten, wenn du hier reingehst. Hä, eigentlich kannst du doch gar nicht mehr rein. Dann bleib doch so vorm Haus stehen, weil da was vor ist. Es wäre cool. Bist du gerade vorm Fernseher? Ich bin hier vor der Kamera, guck ich, ob ich da was sehe. Siehst du, ob ich durch den Laserprojektor gehe? Hä, wieso kannst du nur da noch langlaufen? Aber du siehst mich nicht, wa? Mm-mm. Okay. Aber ich war immer ausgesperrt. Ich konnte nicht rein. Boah, ich kann raus, ich kann rein. Mhm. Ist mal so, mal so. Ich weiß nicht, woran das gekoppelt ist. Ja, weiß ich auch nicht. Schade, Banane. Jo. Ich habe jetzt einfach mal den MyLink eingetragen. Ja, den würde ich da auch tatsächlich nehmen. Ja, der ist so hinterhältig und tötet unschuldige Männer auf dem Klo. Widerlich. Tja. Mal schauen, ob ich aus dem Reich der Toten richtig ermittelt habe. Ja, ich drück mal hier auf Dings. Kannst halt als Toter nix machen hier, ne, leider. Na gut, na gut, na gut. Wir schauen mal nach. My condolences to the victims. Okay, wir haben den... Der Geist war ein Mogwai. Scheiße. Ja, voll verkackt, ne? Aus dem Jenseits verschissen und ich muss alles neu kaufen. Und es war so teuer. Verschissen. Naja, es kann ja nicht jede Runde vom Erfolg gekrönt sein. Ob die nächste es wieder wird, erfahrt ihr, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Bis dann, mach's gut. Ciao.